Na, wollen wir Outlast spielen? Nein. Die Folge ist zu Ende. Wir sind. Egal. Nein. Wir dürfen endlich hinaus ins Freie. Ich hoffe, das ist auch keine Verarsche oder was. Vorher nochmal schnell jemand kicken. Irgendwelche Batterien. Pac-Man von 1900 Jahren. Festbild. Egal. Ich lasse es oben einfach mal weg. Jo! An Akte betrifft Sonderprojekt Bluebird. Erstens allgemeines Problem. In den letzten Monaten hat Bluebird versucht, mit Hilfe von Forschung, Analyse, Bestimmung und Anwendung herauszufinden, welchen Wert, falls überhaupt, SI und H-Technik, Schlafinduktion und Hypnose für Kriegsprobleme und spezielle Probleme mit der Agency haben. Drittens. Können wir durch Post-H-Kontrolle eine Handlung steuern, die der grundsätzlichen Moral einer Person widerspricht? Siebtens. Können wir unter allen Umständen eine vollständige Amnesie garantieren? Achtens. Können wir die Persönlichkeit einer Person verändern? Wie lange hält diese Veränderung an? Siebzehntens. Wie funktioniert eine Schlafinduktionsmaschine genau? Ich glaube, der Mann kann nicht zählen, der das geschrieben hat, aber naja. Ich habe auf keine der Fragen eine Antwort. Hätte selber gerne mal ein paar Antworten hier. Die kann man, glaube ich, nicht schreiben. Oder doch? Ist irgendwas umgefallen? Hat mal irgendjemand hier in diesem verkackten Haus eine Batterie? Moin. Gut. Exalt in den Regen. Neues Ziel, super Vater. Was stimmt denn? Den wollen wir doch. Du kannst mir ja draußen beim Bohne sperren. Aber wirklich blitzig. Hör auf. Das ist schlimm, ey. Ja, Opa. Ja. Ich rede schon wieder. Hallo? Warum sind hier alle Sicherheitsleute drin? Keine Ahnung. How alive are you? Ich bin sehr lebendig. Ich kenne nicht einmal deinen Namen, aber ich sehe dich als einer von meinem Blut an, mein Paul. Hoffentlich hast du nichts dagegen. Ich heiße auch nicht Paul. Und ich hoffe, dass du nicht mit Selbstmitleid dem Selbstmitleid und der Angst verfällst, dass dein Leiden größer sein könnte als alles andere. Wir alle müssen das ertragen und du hast es fast geschafft. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel als über das Kreuz und jeder braucht die Hilfe eines anderen, um die Nägel einzuschlagen. Ich bin für dich da, ich warte auf dich. Ja, dreimal darf man raten, von wem die Scheiße hier kommt. Von der Salami-Scheibe, von du backst. Wer ist eigentlich Paul? Paul ist Paul. Emily würde jetzt sagen, Robert. Robert. Also nicht Emmy. Also so. Ja. Schöne Grüße an dich. Und dann ist ja Emmy. Moin. Was bist du? Also in Minecraft wäre es jetzt ein... Geist. Nee. Jürgen? Nee. Creeper-Zombie, Skelett, Spinne? Nee. Das sind auch Leuchtkugeln. In Minecraft. Glowstone? Nee. Was meinst du denn? Nicht komisch oder so ganz komisch wie die hier sind. Das sind Leuchtkugeln, die kann man sich morphen bei Fittibus. Achso, ich kenne auch ein normales mit. Ja, also was das jetzt sollte, hatte ich auch ehrlich gesagt keine Ahnung. Du kennst ja schon ein Geist an. Wie ich konnte fliegen. Und Weißbrot. Kommen wir überhaupt irgendwo... Wo krieg ich jetzt einen verkackten Schlüsselblech? Ich hab keinen Bock auf dich, geh weg. Das ist ein Geist oder was ist das? Keine Ahnung, irgendwas Übernatürliches. Ich könnte ruhig ein bisschen öfter blitzen, sehe ich was. Hier ist ja Exit, ne? Ja. Ja. Wo muss man jetzt hier ran? Hier. Einfach mal Follow the Road. Hier. Batterie! Yes!
Schlüssel. Yes. Kommen wir da hoch? Cool. Ja, da? Ja. Nein. Hier sind so schöne viele Waffen oder Werkzeuge, die man so. Da hinten mal welche. Würde ich nur zu gerne. Also komm, was ist das? Was ist denn das? Der Mummgeister, den kannst du hier sonst wo hinstecken. Ja, machen wir das. Ja. Wir, vor allem sehr schönes draußen. Wir sind ja irgendwie immer noch an den Mauern dran. Ja. Immer noch im Mauer. Nein. Ja, die Tür macht sehr viel Sache. Okay. Mhm. Nein. Da links Baum schaut. Ja. Okay. Ich kann immer nur einen Weg erkunden. Was war denn jetzt kaputt? Wo war das Viech? Ach so. Hast du welche Pellen? Nee. Der ist weg. Ja, ja, lieber. Keine Ahnung. Was habe ich dem Ding getan? Oder mir? Hallo? Scheint weg zu sein, oder? Ja. Ich hätte auch mal die Tür zu machen sollen. Hm? Nein. Gott, steh mir bei. Ich glaube, ich habe den Wallwide. Okay, ja. Wir haben eine Antwort. Gesehen. Das sah gerade total tuckig aus. Okay, wir haben eine Antwort. Scheiß Viech weg hier. Hilfe. Alter. Ist wieder ein Baboon. Überhaupt nicht. Ausnahmsweise scheint mir keiner gut zu. Kumpel, kann ich dir irgendwie helfen? So. Schubst du so? Das ist nur ein Vorschlag. Oh. Das ist ja irgendwie Parkour, ey. Ja. Wo ist denn so ein Parkour? Scheiße, und das bei dem Mistwetter hier. Warum hüpfen wir da jetzt nicht rüber? Wir dürfen mal Sicherheit geben. Nee. Dürfen wir mal Sicherheit geben, so wie alle Leute mit Kräfte drin. Richtig. Scheiß Dunkelheit, die verbrauchen hier so viel Batterien. Jetzt sind wir runter, oder? Ups. Na dann. Wieder runter auf die Kamera drauf. Nicht das Set. Hier rauf. Wieder hier. Ich wusste nicht mal, was geht. Hab's aber probiert. Boah, Dreck. So, also, hallo. Hört doch mal auf zu ruckeln hier. Jetzt hat der Essen. Okay. Wenn du hier raus musst, dann solltest du dich bewegen. Ich kann nicht mal eine Sekunde zu nicht groß machen, das ist einfach viel zu dunkel. Ach, ich auch. Ist noch ein Club. Wieder die toten Sicherheitsleute und die armen Leute. Man kommt gar nicht dazu, die Texte zu lesen, ey. Der hat gefragt, warum wir, woher wir wissen, dass wir kein Patient sind. Oder das glauben. Ich glaube, ich muss bei solchen Dialogen ja auch nicht. Ja, ah da. Hallo. Wow. Das war ziemlich schnell. Ich höre schon wieder die Ketten. Ey, nö, oder? Wo? Warum? Ich höre die Ketten. Hey. Wie kommt denn
immer dahin, wo wir auch sind. Jetzt frage ich mich, der nimmt doch gleich denselben wie ich. Verstehe ich nicht. Was soll ich? Ich sehe ihn nicht mal. Kumpel, wo bist du? Typ auch weiß, wo man nach muss. Respekt. Fall bloß nicht runter, Kumpel, fall bloß nicht runter. Dann gehen wir jetzt hier wieder zurück. Sind wir erst schon mal rechts hier. Ja. Also was nicht geplant, du. Kurz mal heilen lassen. Natürlich können wir hier nicht raus. Wie soll das auch anders sein? Hat mal jemand eine Batterie? Ich hab nicht. Aus dem Busch ist so pop! Weil der Rieger kommt nicht mehr. Halt's Maul! Da ist deine Batterie auch noch zu schreien. Das wäre so zurück. Man müsste mal eine Verarsche von Outlast machen. Also ich wette, das wäre ein richtiger Erfolg. Das wollen wir auch machen. Ja. Let's go! Warum? Diese Weltmüssen, warum auch immer. Einmal schon. Ausgespielt. Hat der Martin in der Frauenstütze gestellt. In der Ecke, die Fehler nicht. Tür aufgemacht. Boah. Alter, du dumme Sch... Wo? Alter. Irgendwann platzt mir der Kragen bei dem dicken Ding. Was ist doch okay. Ich kann aber tun. Ach. Mach die Verbuchte auf hier! Ich hasse Umwege in diesem Spiel. Wasser nicht trinken. So viel Blut im Wasser, ich kann es riechen, als hätte ich wie in Kindertagen einen Penny in den Mund gesteckt. Das Wispern ergibt mehr Sinn. Ich halte Ausschau nach atmosphärischen Störungen. Es ist wie ein Jucken. Ich glaube, wir drehen auf von unserem Boy. Bitte? Ja, so wie der redet, oder denkt, oder schreibt. Ich glaube, das ist nicht wie im Schlaraffenland, du Bein im Brunnen. Blanche. Mutti wird da wieder vor der Folge sitzen sein. Ja. Kann man den auch mitnehmen? Den können wir mal abnehmen. Halt, Maul, ich hol gleich mit. Ja, übrigens, wenn die Wälse dich stören, mit ihm, ja? Kann man die hier nennen? Also meine Haustiere, wir haben sie lieb. Ja. Und die bleiben da, könnt ihr lange erholen. Ich sag mal, so oft hört man sie ja nicht. Ja, letzte Folge war es ein bisschen extrem zugegeben. Was? Ich sehe schon Gespenster.
Lass mal, ich bin auf, ich habe auf Arbeit gesessen, habe das Telefon klingeln und werde auch bei uns dran nicht klingeln. Das wird aber auch schon geschafft, manchmal. Wie geht's denn hier? Ach, da oben. Sieht so aus. Ja, jetzt ist wieder rein. Ich bin auch nicht offen. Speichern. Sieht schon wieder sehr vertrauenserweckend aus. Ja. Will doch irgendein Psychodeck-Doktor uns ein paar Finger abschneiden, wenn er welche. Digga! But not yet. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. Ach, der Abraham Lincoln, hm? Soon. This way. Revelation is at hand. Reich uns eine Leiter, du Idiot, und geh nicht weg! Der hat so eine Logik, der Opa, das glaubst du nicht. Das. Hier, zum Weg Gottes, Brötchen! Ey, der macht mich wahnsinnig! Das. Geht voll ab da. Naja, hier lang! Anstatt immer zu sagen, geh da links und Navi nach 2 Meter rechts halt, nee, hier lang! Gott wird dir den Weg weisen am Arsch! Ich krieg die Krise bei dem Kerl! Hallöchen, Batterie, danke. Das ist gar kein großes Spiel, das ist ja mitten im Leben. Das ist ein Rage-Game. Das ist dein einziges scheiß Rage-Game. Laola. Oh, yes, sir. Was ist das? Du holst dir Bomben. Da war wohl jemand schnell anklopfen. Was so eine Scheiße! Irgendwann steht am Grabstein dran, Steven und William 24 und 20. Sagt jemand, an der Tür geklopft. Alter! Und der Helm ist weg. Oh. Hat er sich hingeportet oder was? Wie spielt vielleicht gerade Portal? Die geht diesmal auf. Hallo? Hört auf, mich zu verarschen, ey. Wenn ich die Dings da schon wieder sehe, dann muss ich hier an... Dickerchen. Den dicken Ding. Ich frage mich auch, ob diese Durchgänge uns auch vor anderen Welten beschützen, die schmaler sind als der. Weil die könnten sich ja eigentlich hier durchquetschen. Ja, schon. Warum ist die Folge noch so lange? Ich will nicht mehr. Was ist gebildet? Ja, so was die immer folge, aber ich glaube, die könnt ihr nicht sehen. Das Geräusch in der Maschine ist wie das Geräusch in meinem Kopf, wenn der Wallrider erscheint. Ich blinzle und sehe atmosphärische Störungen und etwas anderes. Etwas Glattes und Dunkles, das hinter meinen Augenlidern auftaucht. Mich mit Organen anstarrt, die ich mir nie hätte vorstellen können. Aber das Geräusch stammt auch aus der Maschine. Es kommt von hinter der Wand. Ich kenne es. Egal, was er nimmt. Er sollte aufhören, das Backpulver zu schnieben. Deutschland vermisst ja noch das bei dir. Naja. Fachwitze sind bei mir in der Tat des Roman. Das werde ich nicht anders erleben. Was hat's denn? Auch wieder dreckig. Ab in die Steuer. Oh Gott, ey. Geht schon mal nicht weiter. Nehmen wir die Sperrwanne, weil offen stehende Tür. Ein Wäscheschacht. Okay. Würde ich jedenfalls drauf tippen. Ja. Hallo. Batterie. Das kriegen wir aber viele, finde ich gut. Ich muss uns wieder versorgen nach dem Nachtausflug. Schade, wenn ich so einen Wagen mitnehmen kann, wenn ich einfach auch so... Nee, mit dem Wagen einfach den umdrehen. Ne? Okay. Ich mach gleich mit da oben. Und diese schrecklichen Obermieter?
Reicht, ey. Deswegen wohnen wir im 5. Stock, das hat den Vorteil. Warte. Hm? Das ist schon wieder schräg. Wo sind wir eigentlich? Ich hab mich schon total verloren. Verstand doch an dir. Okay. Ja, Wäscherei geht's da lang. Haben wir einen Apparat. Kurze Einführung in die. Ja, du hast doch die letzte Akte, dann ich das Dings immer aktuell durchsage. Ja, kurze Einführung in die War Elder mit Mythologie für den Betreuerstab von MRD. Murkoff Corporation Hinweis nur für unterstützende schriftliche Zwecke, nicht für direkten Kontakt mit Patienten während oder nach der Therapie geeignet. Der War Rider, auch als Alp, Mara oder Schrak bekannt, ist eine dämonische Kreatur deutschen Ursprungs, welche die Schlafenden heimsucht. Sie kriecht auf die Brust der Schlafenden und presst die Luft aus ihnen heraus. Die Schläfer wachen erschrocken, paralysiert und nach Luft drängt auf. Der Name Mara lässt auf Mar oder Nachtmar schließen. Sexuelle Übergriffe des Dämons sind selten, aber er soll Milch aus den Brüsten der schlafenden Frauen und Blut aus den Brust. Tja, ich. Nee, Kopfkino vermelden, aber unbedingt. Alter, da kommt das viel. Darf ich mal? Na, jetzt wird sie nämlich geschrieben oder gerührt. Ha! Kein Kommentar. Da kommen wir ja. Gut, dann gehen wir nach Treppe. Treppe, Treppe. Hey, wo bist du? Hallo. Bringst du mir das? Was ist der Typ, der vorne erscheint? Ich glaube, der hat ein paar persönliche Störungen. Schaff mal den Sprung. Ja. Da wo so ein Pfeil? Ja. Da lang. Okay. Hey, willkommen im Oberhergeschoss von Psychoheim. 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 Heim. Darf ich mal ganz laut schreien? Nein. Auch wenn. Was ist das da? Gib doch einen Schlüssel, Herr Sack! Meine Frau. Hier sieht es wieder sehr jugendlich aus. Auf jeden Fall. Dritten Schritt, das müssen wir uns merken. Dass wir wissen, wo es hier wieder zurückgeht. Erstmal zu mir. Weil du das Kreuz? Ja. Schlüssel! Was für den Wäscheschacht, wenn drei Sicherungen. Warum einfach, wenn es auch umständlich geht? Und wir wollen ja auch was zu tun haben. Wie kommt denn der da überhaupt rein? Obwohl, der hat vielleicht, wie wir, als wir von dem Arzt hochgezogen wurden, sich versucht, da drin zu retten. Hat aber nicht geklappt. Anscheinend. Das heißt, wir müssen drei Sicherungen machen. Yep. Der Boden sieht auch vertraut aus. Wir gehen die Batterien aus, Leute. Ich brauche noch mal welche, bitte. Ich will erstmal zum Penny. Gibt's hier einen Penny? Das wäre schön. Taschenlampen, Jagdmesser, Schrotflinten. Drive in the nails. Achso, schlag die Nägel ein. Wie bei der Kreuzigung. Wahrscheinlich. Sicher. Sicherung. Yay. Nur mal kurz zu sich. Ich wusste es. Wenn man sowas findet, in Sicherheit. Was ist das denn? Spargeltarzan. Kleiner Bruder von Knüppelheinz. Ah. Wiedersehen. Tschüss. Und wir sagen jetzt auch tschüss. Jo. Unter Bett kriechend, wie sich für ein Mann verhält. Wir sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao.